Willkommen zurück. Ich weiß jetzt, was zu tun ist. Ich bin einfach doof. Beziehungsweise irgendwie habe ich nicht realisiert, dass man das hier einfach öffnen kann und da eine Schallplatte rausholen kann. Ja, dieses Spiel. Leg die Schallplatte auf. So. Und jetzt, das Licht ist ja schon aus, das habe ich ja eben schon gelöscht, das Licht. Die Musik. Das Licht. Vor allem eine eindringliche Musik beginnt zu spielen und man hört einfach so voll creepy. Set 2, Set 1. Ne, wir müssen den Vorhang öffnen. Wie öffne ich denn jetzt den Vorhang? Oder wo? Super, jetzt weißt du gleich nicht mehr, wo es weitergeht. Wir sehen die Kinder in einem dunklen Wald. Ach so, ich muss einfach nur Szene 1 machen. Okay, hier. Nee. Junge! Licht aus. Musik beginnt zu spielen. Vorhang. Also hier so Licht. Ach. Da klatscht übrigens gerade jemand. Was ziemlich witzig ist. Ja. Dunkler Wald. Welche Reihenfolge kam jetzt? Regen und Donner. Grotkrumm, merkwürdige Hütte. Merkwürdige Hütte, das heißt, jetzt kommt Szene 2 oder was? Wie da unten einfach jemand klatscht. Du hörst so. So ein ganz schnelles Klatschen, aber so nur eine einzige Person. Mann. So, dann Regen. Wahrscheinlich der kleine Junge. So, Regen. Und der Donner. War das jetzt falsch? Ich glaube, es war falsch. Was hätte ich denn machen müssen? Oh, ich drücke immer die falschen Tasten. Regen. Als der Donner erdröhnt und sich der Sturm verschlimmert, schleichen sie sich näher und sehen das. Hä? Ich glaube schon, dass du es richtig gemacht hast. Geh doch einfach mal nach unten. Und guck, ob du da irgendwas finden kannst jetzt oder so. Nee, ich weiß ja, was eigentlich passieren müsste und es ist definitiv nicht das, was passiert ist. Ich muss noch mal machen. Ja, ich google mal eben für dich. Nein, brauchst du nicht. Ich weiß, wie es geht, aber Anscheinend ja nicht. die Reihenfolge ist mir gerade nicht so ganz ersichtlich. So, Szene 1. Der Wald. Danach kommt ja die Hütte, ne? Genau.
Danach kommt der Regen. Ah. Okay. Jetzt funktioniert's. Guck mal, wie es auf einmal regnet, weißt du? Auch geil. Und dann kommt der Donner. Ja, wird irgendwie zur Realität, ne? Ja, leck. Was hast du denn jetzt beim diesem Mal anders gemacht als beim ersten Mal? Du siehst, was für Gegner da kommen? Nö, zu dunkel. Da sind wieder diese Fledermausviecher. Ach, die, die immer an die Decke springen und dann erstmal 10 Stunden nicht runterkommen, ja. Ja. Kenn ich. Der läuft da rum, siehst du den da? Ja, sehe ich. Nein, er hat mich gesehen. Egal. Einfach weiter rennen. Uah. Mehr Gegner. Boah, mehr Gegner. Ich sehe übrigens nichts. Halt die Fresse jetzt, lass mich laufen, Mann. Oh. Ja, genau. Oh ja, rape mich. Da stehe ich drauf. Hammergeil. Ah. Noch eine. Nice. Rein da. Aua. Schnell rein hier. Die kommen hier, glaube ich, gar nicht rein, oder? Ich meine, die war da gerade schon mal drin. Aber, keine Ahnung. Kann man die Tür nicht wieder zumachen? Nee. Tolles Spiel. Tolle Karte. Oh Gott. Was ist das denn jetzt? Ich würde sagen, du musst diese Puzzleteile umdrehen. Oh nein. Warum? Ist doch halb so wild. Ein Schiebepuzzle wäre viel schwerer. Ja, das schon, aber es ist trotzdem nervig hier. Vor allem muss man die alle zweimal umdrehen. Alle Teile, die falsch sind, muss man zweimal drehen. Nee, das nicht. Wohl die Sandburg, ne? Ja, die Sandburg. Oder was das sein soll.
Was ist jetzt noch falsch? Ich würde mal sagen, Sachen unten. Der Rest passt soweit, nur da unten sind noch so ein paar Sachen falsch. Ach, das hier bestimmt. Was weiß ich. Ne, das ist richtig, dann ist das hier falsch. Ja, jetzt. Ja. Geht doch. Tafelschwamm. Das ist alles für einen Tafelschwamm. Mhm. Und das Reimfragment 2. Keinen Ausweg gibt's, das war's. Alle Sünden liegen offen, genau wie all dein Inneres. Das Monster hat mit dir viel Spaß. Hm, schöner Kinderreim, ne? Oh nö. Ah. Aua. Diese Dinger sind die sinnlosesten Dinger. Ja, die sind einfach nur nervig, aber nicht schwer. Nein, nur nicht. Du wirst ja nur gerade gegangbankt. Dum-di-dum-di-dum. Vor allem, wenn die einmal auf dem Boden liegen, bleiben die liegen, ne? Das ist das Geile. Die stehen nicht mehr auf. Also generell, alle Gegner stehen nicht mehr auf, wenn die auf dem Boden liegen. Das heißt, du musst die gar nicht töten eigentlich. Ist halt so sinnlos. Jetzt komme ich hier wieder raus und es ist wieder nur die Bühne, ne? Ja, natürlich. Ja. Die Idee ist cool. Mehr auch nicht. Erinnert mich ein bisschen zu sehr an Silent Hill Origins, wenn ich ehrlich sein muss. Warum, was war denn da? Da bist du auch auf einer Theaterbühne, du musst auch eine richtige Sequenz abspielen, die richtigen Bühnenbilder aufzeigen. Genau dasselbe praktisch. Naja, wir haben es ja geschafft. Ja! Ja, genau. Ganz plötzlich so, weißt du? Plötzlich da so drin. Ah, nee. Hier war das gar nicht. Mit der Tafel. Wo war das denn nochmal? Hier? Oder nein. Nicht einmal so sonderbar. Er musste ja damit gerechnet haben, dass jemand kommen würde. Sonst hätte er den Brief nicht geschickt. Wovon ist das? Ja, die drei Fragezeichen. Achso. Boah, Junge, ruckel nicht so. Spiel. Ruckel, ruckel, behinderte Gegner. Hier jetzt auch einer, oder was? Nee. Lahmes Gameplay. Scheiß Spiel. Vor allem, weißt du, was merkwürdig ist? Je nach Ende, Spoiler, macht das Spiel in der Hinsicht keinen Sinn. Weil die Leute interpretieren das ja so, dass Silent Hill dir deine Sünden aufzeigt und dich bestrafen will. Und deswegen auch Monster und so, ja? Ja. So. Es gibt aber auch ein Ende, da hat er absolut nichts gemacht. Und ist unschuldig im Knast. So, warum hat er jetzt die ganzen Monster gesehen? Na. Keine Ahnung, die Frage ist eher, warum war ich in diesem Raum noch nicht drinne? Oh mein Gott, Spiegel berühren, alternative Welt. Nein, 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 nicht jetzt, nicht jetzt, nicht jetzt, ich muss doch noch... You won't find yourself, Mark, until you face the truth. Und er so die ganze Zeit, was für eine Wahrheit. Was man im Spiel aber hoch anrechnen muss, es ist eines der wenigen Spiele, das im Spiegel wenigstens mal ein Spiegelbild anzeigt. Ne? Naja. Ey, es gibt so viele Spiele, die wirklich High-End sind und richtig krass, wo einfach kein Spiegelbild ist. Aber warum? Weiß ich nicht. Ich meine, bei Doom 3 hattest du schon dein Spiegelbild vor Augen. In Soma halt nicht, aber das hatte ja auch einen Grund. Warum? Weil du sollst ja nicht erfahren, dass du eigentlich gar kein Mensch bist. Sondern nur eine Leiche in einem Taucheranzug. Eine Leiche in einem Taucheranzug? Ja,
Wie jetzt? Hast du dir das Song mal von mir nicht angeguckt? Nein, wie denn? Toll, habe ich dir gerade mega was gespoilert. Hätte ich gesagt, spielt selber. Das Spiel dauert nämlich nicht lange und ist richtig atmosphärisch und richtig gut. Aber naja, zu spät. Jetzt brauchst du es nicht mehr spielen. Weißt du, was auch atmosphärisch ist? Übelste nicht Ruckler. Dieses Spiel. Ruckler im Spiel. Ja. Weißt du, was noch atmosphärischer ist? Mein kratzender Hals. Das stimmt. Da kommt eine sehr unangenehme Atmosphäre auf. Boah, das war gerade krass. Ich hab's gesehen. Jetzt kann ich wieder nicht sprinten. Junge! Sprinte! Ach, auf einmal geht's wieder. Junge, was ist das? Als wenn das Spiel mich so an der Hand nimmt und sagt, hier, genieß die Atmosphäre, du darfst jetzt nicht sprinten. Ja, du darfst nicht... Spieldauer. Alter, wo war diese verfickte Tafel? War die oben oder was? Ich weiß es nicht mehr. Wie viele Minuten haben wir noch? 5. Okay. Sollten wir schaffen. Ey, ich kollabier gleich, ne? Ich glaube, ich werd weg. Wie, sie überweisen erst am Montag? Ich glaube, ich werd weg. Genau so. Ich darf nicht lachen, dann muss ich husten. Du darfst nicht husten, sonst musst du lachen. Nee, weil wenn ich huste, tut das Jens schon weh. Oh, endlich. Thank God. Stimmt mit dem Schokoriegel. Ja. Ja, wie gesagt, die Idee von diesem Rätsel ist cool irgendwie, finde ich. So ein Tafelschwamm, mit dem man das wegwischen muss. Aber... Nein, es ist kein Rätsel. Es ist kein Rätsel. Du musst einen Schwamm finden, um Kreide wegzuwischen. Es ist kein Rätsel. Nee. Du musst nicht nachdenken. Du weißt, du musst irgendwas finden, um die Kreide wegzuwischen. Wahrscheinlich ein Tafelschwamm. Ja. Jetzt kommt so der Postbote von hinten und so, was machen Sie hier? Ja, Murphy, so, was machen Sie immer noch hier? Wollen Sie nicht mal irgendwie abhauen? Ah, eine weitere Albtraumpassage kommt jetzt gleich. Wahrscheinlich. Sicher? Dann darfst du wieder von einer leuchtenden Analrosette wegrennen. Charlie? Was so mega nicht von Silent Hill Shattered Memories geklaut ist, ne? Charlie! Das Spiel hat sowieso von ganz schön vielen Sachen geklaut. Wirst du dann nachher auch sehen. Charlie! Gleich, weil es sind nur noch 3 Minuten. Yay! Dann suche ich da schon mal raus. Ja, was hat mir das jetzt gebracht? Ach, die Tür öffnet sich. Oh, creepy Kindergelache. St. Maria's Institute. Willst du lesen? Ach, deine Stimme, es tut mir leid. Danke, ich kann echt nicht. Vorläufige psychologische Auswertung. Heute kam ein neuer Patient an mit Namen... Du musst die Namen und so vorlesen, ja? Heute kam ein neuer Patient an mit Namen... ...und... ...Jahre alt. Wies eine Anzahl interessanter psychologischer Charakteristika auf. Er zeigt eine... Was? Charakteristika, was? Charakteristika. Charakteristika. Nein, ich muss das mit weh. Er zeigt... Nein, ich muss das mit weh. Jetzt lies weiter! Er zeigt eine ausgeprägte Schwäche. Was? Was zeigt er? Er zeigt eine ausgeprägte Schwäche. Junge, hör auf, Alter! Schwäche in der Verwendung einiger nonverbaler Verhaltensweisen. Vor allem bei Augenkontakt, Gesichtsausdruck und Körperhaltung. Zeigt kein Interesse an sozialen Gelegenheiten teilzunehmen und bevorzugt stattdessen Einzelaktivitäten. Obwohl über eine ausreichende Sprachfähigkeit verfügt, zeigt er eine ausgeprägte Schwäche dabei, eine Konversation mit anderen zu führen und oder zu beginnen. Des Weiteren verwendet... wiederholt idiosynkratische Sprache sowie sich wiederholende Manierismen. Vertieft sich außerdem in Objektteile. Eine weitergehende Einschätzung ist erforderlich. Hochachtungsvoll, Dr. Chloe Zane.
behandelnde Psychiaterin. Der Weg, den ich auf den Gedanken ging. Ja. Da war das dran angelehnt, was ich gerade gemacht habe. Ja, sing weiter! Ich weiß, habe ich ja direkt gecheckt, deswegen habe ich auch Lies weiter gesagt. Ich würde sagen, wir beenden den Party. Ah, nee, warte mal, das geht ja nicht. Wir müssen mal ein bisschen speichert machen. Ah. Da kam ein Ball. Ja, wir müssen noch spielen, bis er sagt, gespeichert. So behindert, Junge. So behindert. Wie? Wieso? Bei Silent Hill 2 gab es Speicherpunkte. Ja, aber du konntest verschiedene Speicherplätze anlegen. Kannst du hier nicht. Du hast nur einen Speicherstand. Verstehst du? Hä? Ja und? Weil der immer bei Checkpoints speichert. Ja, das ist scheiße. Weil ach so. Wenn du dir dann irgendwas Bestimmtes angucken willst aus dem Spiel oder was nochmal neu spielen willst aus dem Spiel, kannst du nicht, weil du müsstest dann wieder durchs ganze Spiel spielen. Nein, und du kannst doch am Ende das Level anwählen, oder nicht? Nein. Nein. Und du kannst die, und du kannst die Cutscenes nicht überspringen. Nicht. Und du nicht. Kannst sie. Wirst du dann auch sehen in dem Video, ist sehr witzig. Wir sollten übrigens den Part, ach ja genau, hatten wir ja gesagt, wenn gespeichert wurde. Ich sollte, vergesse sowas innerhalb von 2 Sekunden sofort wieder. Sollte gleich der Fall sein, aber mit dem Speichern. Das wollen wir mal. Ich denke mal, spätestens wenn ich da durch die Tür gehe. Oder auch nicht. Warte, dafür ist sowas. So, warte, warte, warte. Because reasons. Oh nö. Dabei sollte er doch jetzt speichern. Danach wahrscheinlich. Aua. Ich hätte noch einmal mehr abwehren sollen. Die gehen das nicht so ein bisschen total. Gerade hinter mir auch einer, oder was? Ja, natürlich. Ja, komm. Nee. Nee. Lass mich weg. Der Weg, den ich oft in Gedanken ging. Ah. Ja. Da ist die Karte jetzt gewesen, oder was? Jetzt plötzlich habe ich eine Karte bekommen. Ach so. Kurz vor. Ach nee, oh nee, da ist ja noch mehr Bereich. Weg. Oft in Gedanken. Ah. Und natürlich mussten sie hier sowas anbringen, damit ich jetzt hier nicht einfach weitergehen kann. Das ist so geil. Ganz große Klasse. Bei Silent Hill 2 und so sind die Gegner wenigstens irgendwann wieder aufgestanden, ne? Ja, sind sie. Und hier bleiben sie einfach liegen. Das krasse ist, wenn die dann aufgestanden sind, haben die nochmal genau dasselbe vertragen, wie als hättest du gar nicht gegen die gekämpft. Oder ein bisschen weniger vielleicht, aber du musst es dann mehr in die reinballern, als wenn du sie direkt finishst, logischerweise. Ich finische die jetzt. Finische. Ich müsste zwar nicht, weil guck mal, die bleibt halt einfach tot liegen, aber... Fatal. Die Geräusche gehen mir halt auf den Sack. Ein Vorhang. Speichern. Gott sei Dank. Dann können wir jetzt hier beenden und können sagen, bis zur nächsten Folge. Das waren jetzt 3 Folgen, die jeweils 25 Minuten gingen. Oh, Zeiteinschätzung muss ich mal wieder lernen. Naja, bis zum nächsten Mal. Ich bin euer Vane und das ist der Tempelmaster. Werden wir wieder weiterhin über das Spiel ranten. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.